Ja, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach an verschiedenen Stellen in Deutschland, Hamburg, Berlin, Nähe von München. Und diesmal wieder rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute haben wir das schöne Thema: Erlaubst du, dass man dich liebt? Wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, ich vergesse das immer wieder, dass manche auch neu dazukommen, schau mal auf Liebeschip. Ich habe eine Menge Angebote, Texte, Materialien rund um Dating, Beziehung und Liebe, Bindungsangst, Verlustangst, ta-ta-ta-ta und so weiter. Mach auch die Kurse, hör nicht nur die Videos, sag ich auch immer wieder. So, weil da ist das geordnete Vorgehen drin und die Videos sind eigentlich gedacht, vor allen Dingen als, ja, dieses Material sich mal wieder anzugucken, an neuen Beispielen und so weiter. Gut, heute finde ich, glaube ich, ein ganz wichtiges Video. Erlaubst du, geliebt zu werden? Weil ich glaube, da hat man vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht, wenn man immer denkt, ich suche die Liebe und ich liebe doch so toll und ich liebe meinen Bindungsängstler so. Und ja, aber vielleicht solltest du dir mal die andere Frage stellen, weil das habe ich so das Gefühl langsam, ist vielleicht bei uns, bei ganz vielen, eigentlich da vielleicht ein Problem, wo man es noch gar nicht vermutet hatte. Erlaubst, dass du geliebt wirst. Ja? Jetzt denkst du vielleicht, ja klar, was wünsche ich mir noch die ganze Zeit, aber ja, aber wenn man sich das so wünscht, warum ja, lehnt man dann Menschen ab, die das vielleicht machen würden? So, ne? Die Netten. Und läuft denen hinterher, die es offensichtlich nicht machen. Warum? Weil, also das schreiben ja immer wieder Leute, dass sie sagen, ja, sie hätten ja welche, die würden gerne sie daten, aber die sind dann zu nett. Ja, klar, das ist natürlich wieder das Thema Polarität, aber das lassen wir jetzt heute mal außen vor. Und ja, warum sollte man nicht erlauben, geliebt zu werden? Ja, weil sich das vielleicht ungewohnt anfühlt, weil man es vielleicht in seinem Leben noch nicht so oft hatte, ne? Und wir wollen ja als Menschen immer aus diesem fucking Ungewohnten, aus dem Gewohnten nicht raus irgendwie, ne? Wollen da nicht raus und außerdem, wenn man jemand hat, der einen ganz doll will, vielleicht löst das nochmal viel mehr Ängste aus, weil dann könnten wir es ja wieder verlieren oder es verbocken oder Scheiße bauen oder ich weiß nicht was. Also es ist tatsächlich eine Entscheidung, glaube ich, nicht nur eine Entscheidung, ich möchte jetzt jemanden lieben, sondern auch eine Entscheidung, ich lasse mich jetzt lieben, weil das ist irgendwie, also wenn du jetzt jemanden hast, der das tut, was du dir wünschst und es läuft aus irgendwelchen Gründen trotzdem nicht, ja, dann kann man nicht mehr sagen, ja, diese bösen Bindungsängstler und warum sind die so und warum schreiben sie nicht zurück und warum sind die so egoistisch und warum dies und das? Ja, dann kannst du nur noch sagen, habe ich ja jetzt jemanden, der mich liebt und ich fühle es vielleicht irgendwie nicht so richtig oder dann darf man mal gucken, was ist denn eigentlich mit mir? Ne? Also da wird mal viel mehr auf sich geworfen und aber letzten Endes geht der Weg da lang, so, ne? Überprüf das doch mal für dich, ob du wirklich bereit dafür bist, für echte Nähe und dass du geliebt wirst. Weil in diesen ganzen toxischen Beziehungen, da gibt es keine Nähe. Da gibt es nur diese künstliche, fabrizierte Nähe Make-up-Sex oder ja, also Versöhnungsex oder keine Ahnung, irgendwie angstgesteuerte Sachen oder ein schönes Date, nachdem man sich 3 Wochen nicht gesehen hat und nebeneinander hergeschrieben hat und alles ganz schrecklich war. Das ist keine echte Nähe. also hast du, erlaubst du dir geliebt zu werden oder vielleicht sagen wir es nochmal noch krasser, hast du den Mut, weil das braucht echt Mut. Hast du den Mut, geliebt zu werden? Ja, in diesem Sinne kann man noch einsteigen in die Manifestations-Challenge. Das ist gerade, finde ich gerade voll cool, voll spannend.
Und wir überlegen gerade, ob wir die Bootcamps als eintägiges Webinar machen, wegen den netten kleinen Viris, die da so rumschwirren. Und ja, freue mich einfach mal über Feedback. Könnt ihr hier drunter schreiben oder an support@liebische.de, ob ihr sowas cool finden würdet oder wer sich dafür interessiert und so weiter. Ich hätte natürlich mal wieder viel mehr Bock auf Live und Liebische Party und Vorlesungen und ja, aber das geht ja gerade wieder alles rückwärts, ey. Oh. Aber gut, dazu mache ich bestimmt auch noch was. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.